Ich darf Sie auch herzlich begrüßen zum Beginn dieses Nachmittags. Ich muss sagen, in der Mensa habe ich auch noch nie vorgetragen. Also das ist auch es kommt immer wieder was Neues. Umso mehr ist jetzt meine Aufgabe, mich zu bemühen, die wichtigsten Themen, die für Sie relevant sind, der Datenschutzgrundverordnung in verdaulichen Häppchen zu präsentieren. Also ich werde mich bemühen, das möglichst verständlich und praxisrelevant darzustellen. Wurde schon gesagt, also die Datenschutzgrundverordnung, eigentlich ist es die allgemeine Datenschutzverordnung, warum sie auf Deutsch so heißt, ist auch so ein Mysterium. In Englisch heißt sie General Data Protection Regulation, also man hat es aber so übersetzt. Sie ist in Kraft seit 2016, ist auch eine Konstruktion, die man so nicht sehr häufig findet in der Rechtswelt, dass etwas schon in Kraft ist, aber erst in Geltung 2 Jahre später. Also los geht's am 25. Mai 2018, es ist also noch über ein Jahr Zeit, aber einige Dinge, und auf die werde ich Sie besonders hinweisen, sollte man schnell angehen, weil die müssen schon fertig vorbereitet sein, wenn der 24. Mai auf den 25. umschlägt. Wie schon gesagt, das Besondere ist, dass es sich um eine Verordnung handelt. Das heißt, es ist wie österreichisches Recht anzuwenden. Eine Klage beim Gericht, ob es dann das Landesgericht oder Bezirksgericht ist, wird man sehen. Der Richter muss da hineinschauen und nicht ins österreichische Bundesgesetzblatt. Und genau das Gleiche gilt für die Unternehmer, die in den Anwendungsbereich fallen. Aber das ist... mit der Einheitlichkeit schaut es nicht besonders gut aus. Es ist schon besser geworden, aber es gibt eben zahlreiche Öffnungsklauseln und deshalb wird diese Verordnung als hinkende Verordnung bezeichnet. Das heißt, an vielen Stellen haben die Nationalstaaten die Möglichkeit, selbst was dazu zu regeln, anders zu regeln oder einen Spielraum auszufüllen, was dazu führt, dass es wieder nicht einheitlich wird. Und eines der gravierenden Beispiele wird sein, das Alter der Zustimmung von Kindern, das mit 16 festgelegt ist, aber bis auf 13 reduziert werden kann. Und jetzt können theoretisch dann 27 wahrscheinlich Mitgliedstaaten diesen Spielraum ausnützen und dann muss man sich damit herumschlagen und hat nicht ein einheitliches Alter für eine Einwilligung. Also warum das so ist, wissen wir alle nicht, aber wir müssen damit leben. Es wird auch ein österreichisches Gesetz geben, auf das wir schon seit einem halben Jahr warten. Alle fragen immer gegenseitig, ob wer was weiß und niemand weiß was. Also es ist bis heute noch nicht da. Ob es dann DSG 2018 heißt, weiß auch niemand. Und was drinnen steht, ist auch noch offen. Aber wirklich die letzten Details, gerade beim Rechtsschutz, um den es heute nicht geht, kann man erst wissen und sagen, wenn dieses Ausführungsgesetz da ist. Die Themen, die ich heute referiere, sind nicht so abhängig von diesen Öffnungsklauseln. Und etwas sollte man schon auch noch sagen, also es gilt, Datenschutzrecht wird ja nicht neu erfunden am 25. Mai 2018, sondern es gibt schon seit 30 Jahren ungefähr. Man hat es vielleicht ein bisschen ignoriert, aber bis dorthin, bis zum 24. gilt die bestehende Rechtslage des DSG 2000 als Umsetzung der Datenschutzrichtlinie. So, jetzt kommt das Menü quasi, der Häppchen, die Sie in den nächsten 20, 30 Minuten serviert bekommen. Also ich werde mich auseinandersetzen mit den neuen Begriffen der personenbezogenen Daten und der Pseudonymisierung. Schauen, welche Zulässigkeitsgründe relevant sein können für Ihre Branche. Also ich werde nicht alle durchgehen, es wäre ein Ding der Unmöglichkeit. Aber diejenigen, die überhaupt in Frage kommen, herauspicken und ganz kurz besprechen. Dann wird es um die neuen Pflichten gehen, die Informationspflicht, Verzeichnisführungspflicht, Datenschutzfolgenabschätzung und allenfalls Bestellung eines Datenschutzbeauftragten. Das sind die Dinge, wo man jetzt anfangen sollte. Also da muss man sich auseinandersetzen, damit überlegen, was trifft einen und die eine oder andere Maßnahme bereits so treffen, dass sie am 25. Mai eben fertig parat steht. Und darüber schweben die neuen Geldbußen und die wollen ja vermieden werden. Und wenn man das oben alles einhält, dann soll es eigentlich zu den Geldbußen gar nicht kommen.
und ich werde das Pferd jetzt ein bisschen von hinten aufzäumen und mit den Geldbußen anfangen, weil dort sieht man schon, welche Pflichten und welche Teile der Grundverordnung wie unter Strafe gestellt sind, stärker oder weniger stark. Mein kurzer Überblick, was jetzt die Rechtslage ist und wie sie sein wird. Also die konkreten Verwaltungsstrafen gehen bis 25.000 Euro. Das heißt, für einen kleinen Privaten ist das schon sehr viel Geld, aber für ein großes Unternehmen ist das nicht sonderlich abschreckend. Das wusste auch die EU-Kommission und hat einen Bereich sehr stark in die Höhe geschraubt, nämlich den Bereich der Geldbußen. Gab es alle möglichen Varianten von 100 Millionen bis zu 1 Million dann plötzlich wieder und irgendwo hat man sich in der Mitte dann getroffen. Also Sie werden das noch öfters hören heute, es ist ein Kompromisscharakter und der kommt leider in der Qualität der Rechtstexte immer, wenn man genau liest und versucht, Probleme zu lösen, kommt der klar zum Vorschein. Also es gibt zwei Varianten, entweder 10 Millionen bis zu, muss man sagen. Also das heißt nicht immer, dass 10 Millionen Euro Geldbuße ausgesprochen werden. 10 Millionen Euro oder 20, beziehungsweise 2 oder 4% des weltweiten Umsatzes, je nachdem, was höher ist. Also es kann auch mehr als die 20 Millionen sein. Grundsätzlich soll es die Aufsichtsbehörde verhängen. Das wird bei uns die Datenschutzbehörde sein. Es gibt eine auch nicht ganz klare, aber doch vorgesehene Möglichkeit, dass es auch Gerichte machen. Wie es in Österreich laufen wird, wissen wir noch nicht. Also das ist noch abzuwarten, wer die Verhängung der Geldbuße dann tatsächlich vornehmen wird, ob das die Datenschutzbehörde ist oder allenfalls ein Gericht. Auch über die Rechtsnatur möchte ich da jetzt nicht weiter viele Worte verlieren. Es ist nämlich etwas Neues, sowas gibt es. Also es gibt schon in anderen Rechtsgebieten, im Kartellrecht zum Beispiel, im Vergaberecht, aus dem Europarecht importiert, aber im klassischen Verwaltungsstrafrecht ist das was anderes als das normale Verwaltungsstrafrecht, was wir von Verkehrsdelikten und solchen Dingen kennen. Wenn man sich die Sanktionen genau anschaut, dann gibt es eben die leichten, doch mit 10 Millionen, also gar so leicht, darf man das auch nicht nehmen, im Artikel 83 Absatz 4, wo unter anderem die Einwilligung eines Kindes dabei ist, also mit der wird man sich auseinandersetzen müssen, dass man diesen Artikel befolgt und alle diese administrativen Pflichten, die neu aufgelegt werden, die neu kommen durch die Grundverordnung, wie vor allem die Verzeichnisführungspflicht, die Datenschutzfolgeabschätzung und den Datenschutzbeauftragten. Auf den werde ich dann noch näher eingehen, was das bedeutet. Also wenn man das nicht macht, könnte man bis eine Geldbuße mit bis zu 10 Millionen Euro erhalten. Zertifizierungsverletzung, Verhaltensregeln sind auch noch dort zu finden im Katalog. Einen Absatz weiter drunter stehen dann die schweren Verstöße, wo die Geldbuße dann doppelt so hoch ist. Und da geht es um die Grundsätze der Datenverarbeitung, um die Zulässigkeitsgründe. Also das ist einer der wichtigsten Dinge im Datenschutzrecht eigentlich in den letzten Jahren, dass man einen Zulässigkeitsdatbestand finden muss für die konkrete Verarbeitung, um die betroffenen Rechte, also wenn die verletzt werden, ist auch die hohe Strafdrohung vorgesehen. Und man muss der Stelle schon dazu sagen, die Informationspflicht ist jetzt auch ein Betroffenenrecht. Das ist anders als nach der geltenden Rechtslage, wo die Verwaltungsstrafe schon auch gegriffen hat, aber es war nicht als Betroffenenrecht deklariert. Datenübermittlung in ein Drittland und Nichtbefolgung der Anweisung der Aufsichtsbehörde sind so die wichtigsten, die in diesem Katalog zu finden sind. Es sind noch ein bisschen mehr, aber das sind die in Frage kommen für Sie. Das heißt jetzt nicht, dass sofort mit der Keule der Sanktionen, der Geldbuße, sofort die Keule geschwungen wird, sagt auch die Dr. Jelinek, die Leiterin der Datenschutzbehörde, bei ihren Vorträgen immer, sie wird nicht sofort mit einer Geldbuße auffahren, sondern zunächst einmal mildere Mittel einsetzen und die sind im Artikel 58 Absatz 2 vorgesehen, Warnung, Verwarnung, Anweisungen. Also es soll eine Kooperation von Unternehmen und Datenschutzbehörde zustande kommen, viel mehr als es momentan der Fall ist. Ja, und jetzt zeige ich Ihnen den ersten Widerspruch in diesem Zusammenhang.
Im Text der Grundverordnung steht drinnen, Geldbußen werden zusätzlich zu oder anstelle von Maßnahmen, also von Verwarnungen, verhängt. Und jetzt denkt man sich, naja, kann ich dann nur verwarnen? Also kann ich verwarnen statt der Geldbuße? Das steht ja eigentlich so nicht da. Genau, diese Variante, die steht nämlich in den Erwägungsgründen drinnen. Dort steht dann auf einmal drinnen, ja, bei geringfügigen Verstoßen geht doch eine Verwarnung anstelle einer Geldbuße. Und da fragt man sich natürlich, warum hat man das nicht gleich so formuliert, dass diese Variante auch im Text drinnen steht. Und der Verdacht, der sich leider bei immer näherer Beschäftigung damit mit den Texten und den Erwägungsgründen, es sind sehr viele, also die dürfen von uns keine perfekten Antworten verlangen, 99 lange Artikel und 173 Erwägungsgründe, die sich oft einmal widersprechen. Also das dauert noch einige Zeit, bis in der Rechtswissenschaft das halbwegs aufgearbeitet ist und vieles wird auf die Judikatur ausgelagert, wie solche Dinge dann. Ja, der Verdacht ist, dass der Max Schrems in einem Artikel, in einem Sammelband Recht hat, wenn er dort das mitverfolgt hat und zum Schluss gekommen ist, wenn man zwei Ansichten gehabt hat, auf die man sich nicht einigen konnte, hat man eine in den Text und eine in die Erwägungsgründe geschrieben, um damit der Rechtswissenschaft, der Behörde und letztlich dem EuGH beide Varianten offen zu lassen. Und so wird die Legislative eigentlich in die Gerichtsbarkeit verlagert, was ja beim Flughafen zurzeit ganz was Böses ist, wie wir gerade täglich miterleben. Aber da kommt es letztlich wieder aufs Gleiche raus. Also viele Dinge wird der EuGH lösen müssen. Man kann nur Argumente liefern, wie man es lesen kann, aber wie soll man diesen Widerspruch auflösen? Eigentlich geht der Text vor. Aber sinnvoller ist natürlich eine Verwarnung in diesem Fall anstelle der Geldbuße zuzulassen. So wird es in der Praxis laufen. Von der Logistik her sauber ist das nicht. Ja, es gibt auch Strafzumessungsgründe, die ausdrücklich drinnen stehen. Natürlich kommt es auf die Art des Verstoßes, auf die Schwere an, ob man schon Vorstrafen hat oder nicht. Und vor allem auch auf die Kategorien der personenbezogenen Daten. Und da könnte das erste Mal diese Pseudonymisierung eine Rolle spielen, dass man eben argumentiert und sagt, wir haben eh alles versucht und haben sogar pseudonymisiert die Daten, daher ist der Verstoß nicht so schwerwiegend, die Strafe ist geringer anzusetzen. Es gibt auch Verhaltensregeln, die man genehmigen lassen kann, also das ist vielleicht auch eine Möglichkeit, die für eine Branche nicht uninteressant ist. Es ist ein relativ langes Verfahren vorgesehen, also lang geschrieben, wie lange es dauert, weiß ich nicht, aber die Möglichkeit besteht, also das sollte man sich vielleicht auch überlegen. Und man kann sich zertifizieren lassen und wenn man das tut, hat man auf jeden Fall mal einen Strafmilderungsgrund. So, jetzt kommen wir zum Menü ganz nach oben. Also das war ein bisschen die Nachspeise vor der Vorspeise. Die erste Frage, was sind denn jetzt überhaupt personenbezogene Daten? Und es hat sich im Prinzip nicht allzu viel geändert. Es war vielleicht auch ein Missverständnis, das manchmal herumgegeistert ist, nämlich, dass indirekt personenbezogene Daten bedeuten, nach der jetzigen Rechtslage, dass das DSG nicht anwendbar ist. Das stimmt so nicht, sondern es gibt nur Privilegierung dafür. Es geht nach der neuen Definition um identifizierte oder identifizierbare Personen, weil das Identifizierte ist eh meistens klar, aber das Identifizierbare, das ist das Heikle. Und was neu ist in der Grundverordnung, dass eine Online-Kennung extra drinnen steht. Man muss dazu sagen, in der Richtlinie ist eine Nummer, Kennnummer ist auch schon drinnen gestanden. Also eine Kennnummer kann ja auch online sein. Im Vergleich zur Richtlinie ist die Definition gar nicht so unterschiedlich. Im Vergleich zur österreichischen Umsetzung schon. Da steht das nicht drinnen von einer Online-Kennung. Und das ist natürlich gerade IP-Adresse, das ist das, was einem als erstes einfällt dazu. Daher gleich die Überlegung, wie schaut es denn jetzt aus mit dem Personenbezug von IP-Adressen und Cookies? Das Entscheidende ist die Identifizierbarkeit. Und da haben wir zurzeit noch ein Jahr lang in Österreich das Privileg, dass man sagen kann, naja, ich kann es nicht selber nicht identifizieren, ich darf es auch nicht, daher sind es indirekt personenbezogen, irgendwer anderer kann es, der Provider kann das bei dynamischen zum Beispiel. Und dann sind wir zwar im DSG drinnen, aber die Zulässigkeitsprüfung wird so gut wie immer positiv ausgehen. Das ist die jetzige Rechtslage, die aber höchstwahrscheinlich eh schon europarechtswidrig ist.
Also in dem Jahr wird nicht mehr viel passieren. Es gibt ein Vertragsverletzungsverfahren, ist anhängig in Österreich wegen dieser Privilegierung der indirekt personenbezogenen Daten. Und nun gibt es eine EuGH-Entscheidung seit nicht allzu langer Zeit, einem halben Jahr ungefähr, die Breyer-Fall, das war der Klagsführende, der das vor den EuGH gebracht hat. Und da musste der EuGH die Frage beantworten, ob dynamische IP-Adressen personenbezogene Daten sind, aber natürlich in einem ganz speziellen Fall. Und da muss man immer vorsichtig sein. Ob das jetzt für alle IP-Adressen sofort so generalisierbar ist, das ist immer die Frage. Es war eine Webseite des Deutschen, der Deutsche Bund hat die betrieben und es war ein Abgeordneter, der das vom EuGH gebracht hat, der gesagt hat, die dürfen eigentlich das gar nicht speichern. Was hat der EuGH kurz zusammengefasst zu so die allerwichtigsten Kernaussagen gesagt? Er hat gesagt, dynamische IP-Adressen ist einmal nicht bestimmt. Ja, wenn ich die habe, weiß ich als Webseitenbetreiber ja nicht, habe auch keine Möglichkeit, das auf die Person zurückzuführen, sofern es überhaupt möglich ist, muss ich nur dazu sagen, es gibt ja IP-Adressen, die kann niemand auf eine Person zurückführen. Internetcafé ohne Ausweis, IP-Adresse ist nicht identifizierbar. Also diese Fälle gibt es auch. Die Identifizierbarkeit kann direkt oder indirekt erfolgen, sagt der EuGH, und er zitiert die Richtlinie, alle Mittel, die vernünftigerweise eingesetzt werden können, müssen auch eingesetzt werden. Die muss man in Betracht ziehen. Und das schaut jetzt nicht so viel anders aus in Zukunft. Das heißt, alle Mittel, die nach allgemeinem Ermessen wahrscheinlich genutzt werden, so ist es jetzt formuliert. Also wenn es ganz unwirtschaftlich oder technisch unmöglich ist, dann scheidet es sicher aus. Ganz genau wissen wir nicht, wie der Fall ausgeht. Muss man noch warten, was der BGH sagt. Das hat nämlich was der EuGH leider in einigen Fällen macht, er hat jetzt nicht die Frage konkret beantwortet, ob die IP-Adressen, die dynamischen, um die es gegangen sind, personenbezogen sind oder nicht, sondern er hat gesagt, sie sind dann personenbezogen, wenn es eine Möglichkeit gibt, auch über eine Strafanzeige bei einer Behörde in der nationalen Rechtsordnung den Personenbezug irgendwie rauszukriegen. Also dass dann der Internetprovider verpflichtet ist, die Informationen herauszugeben. Wenn es das gibt, dann sind sie personenbezogen und das muss aber der BGH in Deutschland entscheiden. Da muss sie das anschauen, wie das in der deutschen Rechtslage ist und dann den konkreten Einzelfall lösen. Also ich nehme an, dass es Möglichkeiten gibt, kennt man ja, also in einem Chat, wo irgendwelche kriminellen Einträge erfolgen über dynamische IP-Adressen, ist meistens rückführbar über den Provider. Also sonst hätten die Leute gar nicht bestraft werden können, wir hätten keine Fälle. Also es gibt genug dokumentierte Fälle, wo das tatsächlich gelungen ist. Dann ist es identifizierbar, dann ist es personenbezogen. Und das indirekt personenbezogen, das gibt es nicht mehr. Was kann man also sagen? Hört man immer sehr gerne. Pauschale Antwort, ja oder nein, gibt es nicht, sondern man muss sich das im konkreten Fall anschauen. Auch bei Cookies ist übrigens genau das Gleiche, kommt darauf an, was drinsteht. In der Cookie kann ich eine Nummer reinschreiben, die fürs Ausdruck des Dokuments notwendig ist, dass die Website weiß, drucke mir das Dokument aus der Datenbank Nummer 2520 aus, dann steht 2520 drinnen. Das ist gar nichts, datenschutzrechtlich. Es könnte aber in einem Cookie genauso, sogar im Klartext kann man es reinschreiben, Name und Passwort drinnen stehen. Gescheit ist, natürlich wird man es nicht machen, aber theoretisch, technisch ist es möglich. Dann habe ich sofort einen Personenbezug. Also Sie sehen, es ist die Antwort, man muss es anschauen im konkreten Fall und dann schauen, ist es identifizierbar. Und da haben wir immerhin ein paar Hinweise vom EuGH, wie man da vorgehen muss. Also den Weg die logischen Schritte, um zu entscheiden, ob was identifizierbar ist oder nicht, die sind jetzt vom EuGH vorgegeben. Statt der indirekt personenbezogenen Daten, die dann weg sind ab 25. gibt es so etwas Ähnliches, nämlich die sogenannte Pseudonymisierung. Was ist das? Also es ist eine relativ lange Begriffsbestimmung. Das Entscheidende ist aber, dass man den Personenbezug entfernt. Also man macht aus einem Namen eine Ziffer zum Beispiel und sorgt mit technischen oder organisatorischen Maßnahmen dafür, dass man selbst nicht mehr rückführen kann. Irgendwer anderer kann es aber.
Und wenn man jetzt schaut in der Datenschutzgrundverordnung, was bringt das eigentlich, dann ist es leider gar nicht so leicht herauszufinden. Man muss da den Text durchgehen. Natürlich kann man mit der Wortsuche das relativ leicht machen. An einigen Stellen steht es auch gar nicht klar drinnen, wo das eine Rolle spielen könnte. Das ist das, was ich gefunden habe. Also bei der Zulässigkeitsprüfung eine generelle Privilegierung, was man vielleicht erwarten würde, ist nicht vorgesehen. Also es steht nirgends drinnen, dass keine sensiblen Daten verwendet werden dürfen, sofern sie privilegiert sind. Das wäre die jetzige Lösung in Österreich. Bei den indirekt personenbezogenen Daten ist es nicht vorgesehen. Also das gibt es einfach nicht. Damit kann er gefallen, kann er nicht gefallen, ist so. Bei der Weiterverarbeitung für andere Zwecke ist es aber als einer der Gründe für die Zulässigkeit vorgesehen. Und ich glaube, das kann man nutzbar machen. Ich werde auf das noch ein bisschen näher eingehen. Bei dem auch unter Strafdrohung vorgesehenen Grundsatz der Datenminimierung ist zu überlegen, kann ich nicht pseudonymisieren? Und wenn ja, dann müsste man das nach der Formulierung machen. Eine mögliche Datensicherheitsmaßnahme ist es und ein Milderungsgrund bei der Bemessung der Geldbuße. Also es bringt schon ein bisschen was, wenn man es sich genauer anschaut. Es macht das Leben nicht ganz leicht, aber es macht es ein bisschen leichter. Nun zur Kernfrage, wann ist denn eine Datenverarbeitung zulässig? Und zwar insbesondere auf die Online-Werbebranche zugeschnitten, die Überlegungen. Da findet man nämlich bei nicht sensiblen Daten gar nicht so viele Varianten. Zunächst einmal die Einwilligung, also aus der Zustimmung wird die Einwilligung, ist aber als Synonym zu sehen, muss sich halt auf die Terminologie anpassen, an die Grundverordnung, die hat jetzt und zukünftig die gleichen Nachteile, nämlich den jederzeitigen Widerruf, das heißt, der Betroffene kann jederzeit sagen, ich ziehe das wieder zurück und dann fällt dieser Tatbestand der Zulässigkeit weg. Was neu hineinkommt, ist eine aktive Nachweispflicht. Und wenn ich das richtig verstanden habe aus den Unterlagen, ist das gerade bei Ihnen mit den Cookies ziemlich schwierig, das aktiv nachzuweisen. Also die Einwilligung sollte man eigentlich nur dann heranziehen, wenn gar nichts anderes geht. Vertragserfüllung, aber es steht jetzt ausdrücklich drinnen, die Vertragspartei muss die betroffene Person sein. Das weiß ich nicht, ob das in Ihrer Branche überhaupt in Betracht kommt. Als Außenstehender hätte ich gesagt, eher nicht, aber ich kenne die Details dort zu wenig. Daher kommen wir dorthin, wo man eigentlich meistens hinkommt, nämlich zur Interessenabwägung, die den Vorteil hat, dass sie Spielraum für Argumentation ermöglicht. Und die Argumentation kann so weit gehen, wie dass man sagt, naja, in einer freien Marktwirtschaft ist Werbung einfach nicht nur zulässig, sondern sogar erforderlich. Also da kann man wirklich alles einfließen lassen, was einem so einfällt aus der Gesamtrechtsordnung. Und es gibt ein starkes Argument für die Werbebranche, nämlich in den Erwägungsgründen 47 steht die Direktwerbung als mögliches berechtigtes Interesse explizit drinnen. Also da ist sicher ein bisschen Lobbying betrieben worden. Und das ist natürlich ein sehr starkes Argument dafür, dass man sagt, mit Interessenabwägung kriege ich eine Zulässigkeitsprüfung, eine positive raus. Auf die sensiblen Daten möchte ich gar nicht näher eingehen, wird wahrscheinlich eh meistens nicht der Fall sein bei Ihnen. Da kommt man nämlich letztlich nur mehr auf eine ausdrückliche Einwilligung. Aber das ist ein kompliziertes Thema für sich. Ja, was mir beachtenswert erscheint, ist die Datenverarbeitung zu einem anderen Zweck. Das ist im Artikel 6 Absatz 4 neu geregelt. Also es gibt ja den Zweckbindungsgrundsatz, der eigentlich so formuliert ist, dass wenn man den isoliert betrachtet, dass man sagen muss, wenn ich einmal was für einen bestimmten Zweck speichere, dann darf ich es für andere Zwecke, für andere Zwecke gar nicht weiterverwenden. So rigid ist der eigentlich formuliert. Ist nie so gesehen worden in der Praxis. Jetzt hat man explizit hineingeschrieben, dass das zulässig ist bei Einwilligung oder wenn es eine Rechtsgrundlage gibt. Ja, das ist eigentlich immer der Fall. Also wenn es einen gelingt, den Gesetzgeber dazu zu bringen, eine Rechtsgrundlage zu schaffen für Online-Targeting oder irgendwas, dann bin ich aus dem Schneider. Oder ich kann die Einwilligung einholen mit ihren Problemen. Aber neu kommt jetzt dazu der sogenannte Kompatibilitätstest, der einige Argumente oder einige Prüfungsschritte aufführt, demonstrativ,
die man zu prüfen hat, und wenn man da zu einem positiven Ergebnis kommt, kann man gut argumentieren, naja, die IP-Adresse, die ja für einen ganz anderen Zweck gespeichert wurde, nämlich dass die Internetkommunikation funktioniert, darf ich auch für Werbezwecke verwenden. Und da muss man sich eben überlegen, was sind die Folgen, womit hängt das halbwegs zusammen, kann man die Zwecke irgendwie verbinden, und vor allem eines der Argumente, das ausdrücklich drinnen steht, ist da die Pseudonymisierung. Also wenn man die IP-Adresse, die vielleicht eh schon pseudonymisiert ist, das hängt eben vom konkreten Fall ab, so, wenn man das so gestaltet, dass man die Voraussetzungen der Pseudonymisierung erfüllt, dann kann man diesen Kompatibilitätstest bestehen. Anwendungsbeispiele gibt es natürlich keine noch. Ne? Also das ist der reine Gesetzestext, und da muss man sich halt überlegen. Aber mir kommt vor, da kann man gut argumentieren, und genau für solche Zwecke ist das ja gedacht gewesen. Muss man vielleicht nur dazu sagen, an der Stelle, das Datenschutzrecht soll ja kein Datenverhinderungsrecht sein. Es wird häufig so dargestellt, aber wir haben eine Datenschutzbehörde, die das auch so sieht, dass das ein vernünftiger Ausgleich zwischen Privatsphäre und Wirtschaft sein soll. Und nicht alles verhindert von vornherein sagen, na, darf man alles nicht. Also das war eigentlich nie so. Es wurde von einigen manchmal ein bisschen polemisch so hingestellt, aber es geht um einen Ausgleich zwischen verschiedenen Grundrechten. So, wahrscheinlich bin ich zeitlich eh schon. Ja. Ich werde jetzt noch ganz kurz auf die Pflichten des Verantwortlichen eingehen. Ganz überblicksmäßig, mehr ist in der Zeit gar nicht möglich. Alle, die Datenschutzrecht kennen, fällt vielleicht die Begriffsänderung, die in dem Fall positive, endlich einmal positive Nachricht aus. Es heißt nicht mehr der Auftraggeber, den eh niemand verstanden hat, außer den Datenschutzrechtlern, sondern es heißt der Verantwortliche. Und das begreift man vom Wort her schon, wer gemeint ist. Also wer ist für die jeweilige Verarbeitung verantwortlich, der muss das beachten. Und das sind die vier genannten, auf die ich jetzt kurz im Überblick darstellen werde. Es gibt also eine aktive Informationspflicht, nicht neu, die besteht jetzt eigentlich genauso. Sie ist flächendeckend ignoriert worden von allen. Man muss also Namen, Kontaktdaten des Verantwortlichen, Zweck der Verarbeitungen, Informationen über die Dauer der Verarbeitung, noch einige andere Dinge präzise, transparent, verständlich darüber informieren, kann das auch elektronisch machen. Also das kann ich auf der Website auch machen, und es soll standardisierte Bildsymbole geben. Noch gibt es nicht, aber die sollen europaweit entstehen, und dann kann man vielleicht auch Online-Werbung mit einem Bildsymbol darstellen. Ich weiß nicht, ob das da reinkommt. Das Widerspruchsrecht ist insofern erweitert worden, als es an sich gleich geblieben ist wie bisher, aber bei der Direktwerbung jederzeit besteht. Also bei Direktwerbung, sofern dieser Begriff erfüllt ist, hat der Betroffene das Widerspruchsrecht jederzeit. Da muss er nicht sagen, ich bin ganz besonders betroffen von der Datenverarbeitung, schlimmer als alle anderen, und ich muss darauf hinweisen. Also das wird Ihre Branche höchstwahrscheinlich treffen. Das nächste ist die Verzeichnisführungspflicht. Das ist das, was alle trifft. Also das ist genau der Punkt, wo man sagen muss, den Artikel 30, mit dem, je größer das Unternehmen, desto schwieriger wird es. Wir erleben es an der Uni gerade. Wir haben einen Arbeitskreis, wo wir versuchen, unsere Studentenverwaltung und was sonst noch so an der Uni läuft, in diese Aufzeichnungspflicht hineinzukriegen. Und das ist wirklich gar nicht so einfach in der Praxis dann. Mit einfachen kleinen Dingen anfangen. Sie haben hier die Liste, was alles drinnen stehen muss, worum es geht, die einzelnen Datenkategorien. Das ist in Wahrheit das, was man jetzt melden musste. Also wenn Sie eine saubere Meldung ans Datenverarbeitungsregister vorgenommen haben, dann können Sie die hernehmen und da reinschreiben. Wie das technisch gemacht wird, ist völlig egal. Das kann eine Excel-Tabelle sein, eine Word-Tabelle, das kann eine eigene Datenbank sein, das kann irgendwie sein. Man muss es halt haben, wenn die Behörde kommt. Man muss es nicht aktiv melden, aber wenn die Datenschutzbehörde sagt, jetzt schauen wir mal die Werbebranche an, dann wird das Erste sein, gibt es ein Verzeichnis der Verarbeitungen, die geführt werden. Und was da jetzt erstmalig drinnen ist, wenn möglich, also eh schon wieder Escape-Klausel, die Fristen für die Löschung der Datenkategorien. Also man muss überlegen, aktiv, wie lange brauche ich denn die Sachen? Das finde ich gar nicht so schlecht, weil das hat bisher kein Mensch gemacht. Was man einmal gespeichert hat, das ist so wird so auf ewig, man weiß ja nie, wofür man es brauchen kann. Das nächste ist die Datenschutzfolgeabschätzung. Also
Da muss man sich überlegen, welche Folgen hat die Datenverarbeitung. Die besteht dann, wenn das eine automatische Entscheidung ist, die als Grundlage für Entscheidungen dient, die Rechtswirkung gegenüber natürlichen Personen entfalten, zum Beispiel Kreditvergabe automatisch oder sowas, oder irgendein Vertrag wird nicht gegeben, weil die Bonitätsprüfung negativ ausgeht, die automatische, kriegt man keinen Handyvertrag, sowas ist damit gemeint. Also das betrifft sie nicht. Überlegen muss man sich, oder diese in ähnlich erheblicher Weise beeinträchtigen. Also ich habe in den Unterlagen den Hinweis bekommen, manche Menschen nervt die Online-Werbung. Also ich gehöre manchmal auch dazu, gebe ich zu. Manchmal ist es nervig, manchmal ist es auch ganz, ganz interessant, von was zu erfahren, was man sonst nicht erfahren hätte. Das hat einfach zwei Seiten. Ich glaube nicht, also meine Einschätzung wäre, dass das nicht so schlimm ist, wie einen Vertrag nicht zu bekommen. Also ich bin kein Gericht und keine Behörde, aber ich würde sagen, würde meiner Ansicht nach diesen Tatbestand aus diesem Fettgedruckte nicht erfüllen. Es wird aber eine Positivliste durch die Aufsichtsbehörde geben. Das muss sie machen. Also die Datenschutzbehörde muss bis im Mai nächsten Jahres eine Liste erstellen der Branchen, die das machen müssen. Und sie kann eine Liste der Branchen machen, die das keinesfalls machen würden. Was ich so gehört habe, werden sie das zweite eher nicht machen. Also da heißt es abwarten. Ja, und das Letzte ist ein ziemlich aufregender in der Wirtschaft, ist der Datenschutzbeauftragte. Die Frage, braucht man den nicht? Das sind die Begriffe wesentlich der Kerntätigkeit. Also es muss sich um die Kerntätigkeit halten. Sie muss umfangreich sein und sie muss eine regelmäßige oder systematische Überwachung von betroffenen Personen erforderlich machen. Das ist der Tatbestand, der für sie relevant ist. Es gibt noch andere. Also wenn man im Gesundheitsbereich tätig ist, sensible Daten hat, dann fällt man auch nicht immer, aber zumindest bei Krankenanstalten fallen drunter. Jetzt kommt die Frage, die ich nur ganz kurz anreißen kann, was heißt Kerntätigkeit? Ist nicht ganz so klar, weil es ist auch schon die Meinung vertreten worden, dass ein Krankenhaus ja eigentlich kranke Menschen heilen möchte und nicht Daten verarbeiten. Und in einem Kommentar steht auch drin, dass es ein datengetriebenes Geschäftsmodell sei. Klingt ein bisschen seltsam, aber ich glaube nicht, dass es das sein kann. Der Artikel 29 Datenschutzgruppe hat auch schon klar gesagt, dass es, man kann nicht sagen, die wollen ja eigentlich Kranke heilen und dazu brauchen sie halt ein bisschen Elektronik, sondern sie können mittlerweile ein Krankenhaus nicht mehr verwalten, ohne Gesundheitsakten zu führen. Daher ist es die Kerntätigkeit. Also es kann nicht nur was sein, wo es nur um ein datengetriebenes Geschäftsmodell geht, aber ich glaube, Ihre Branche wird darunter fallen. Und in dem Kommentar steht auch als Beispiel das Online Behavioral Advertising drinnen. Also ich glaube, dass der Datenschutzbeauftragte Sie treffen wird. So, jetzt komme ich zur Zusammenfassung. Personenbezug von IP-Adressen, wie gesagt, von Fall zu Fall zu prüfen. Es kommt darauf an, ob identifizierbar oder nicht. Also man kann nicht pauschal sagen, Cookies sind personenbezogene Daten oder nicht, sondern man muss sich ganz genau anschauen, was ist denn dort gespeichert und kann man es irgendwie identifizieren mit vertretbaren Mitteln oder eben nicht. Pseudonymisierung wäre zu empfehlen nach Möglichkeit, weil ich eben gewisse Vorteile habe. Und Sie sehen schon, das Ganze ist mit sehr viel Unsicherheiten behaftet. Also wenn Sie sagen, ja, was soll denn das heißen, der Gesetzestext? Das kann man so weit auslegen, es geht uns allen so. Und es geht der Behörde genauso und es wird den Gerichten auch so gehen. Also man wird bei Unklarheiten nicht bestrafen können. Wenn man es natürlich ignoriert, das ist sicher keine Lösung. Es wird eine transparente Information über die Verarbeitung notwendig sein, also Informationspflicht erfüllen, Widerspruchsmöglichkeit anbieten, Verzeichnisführung, das ist das, wo man sagen muss, bald anfangen damit. Das klingt leichter, das versteht man, also das ist nicht schwer zu verstehen im Text, aber es ist gar nicht so leicht umzusetzen. Wenn man sich dann überlegt, was habe ich eigentlich und dann bei uns zum Beispiel das Plus Online, heißt unser Online-System, das macht 20 verschiedene Sachen. Jetzt ist die Frage, schreibe ich das als ein System rein, schreibe ich das als 20 Systeme rein oder gehe ich nach den Datenbankstrukturen, da muss man sich irgendwas überlegen, das weiß zurzeit noch niemand. Die Datenschutzfolgeabschätzung, da würde ich mal die Liste abwarten, was da drinnen steht. Und beim Datenschutzbeauftragten glaube ich, dass meine Einschätzung wäre, dass Sie verpflichtet sind, so einen zu bestellen. Ja, das waren
in Häppchen hoffentlich halbwegs verständlich serviert. Die wichtigsten Neuerungen für Ihre Branche der Datenschutzgrundverordnung. Ich danke fürs Zuhören. Applaus